Ja, hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es freut mich ganz besonders, denn es weihnachtet sehr, wie Sie ja bei uns hier schon im Studio sehen. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und wir bei Pearl TV bieten Ihnen ja die Möglichkeit, dass Sie jeden Tag mal ein paar schöne Geschenkideen bei uns ergattern können. Und Sie wissen ja, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, was Sie schenken können. Es wird hier nie langweilig. Deswegen lohnt es sich auch immer, bei Pearl TV dran zu bleiben. Heute haben wir eine ganz besondere Überraschung für Sie. Naja, eigentlich kann man es nicht Geschenk nennen. Es ist mehr so ein Gag, es ist mehr überraschend, es ist mehr lustig und es sorgt für einen absoluten Knaller, wenn dann doch der Weihnachtsmann kommen sollte. Und apropos Mann, eigentlich sollte ich auch heute mit dem Walter hier stehen und moderieren. Nur das Einzige, was wirklich hier vom Walter noch zu sehen ist, ist seine Brille. Mehr habe ich hier nicht gefunden. Deswegen würde ich sagen, ich fange heute mal alleine an zu moderieren. Ist ja auch nicht schlimm. Wäre allerdings schön gewesen, weil der Walter, der liebt ja das Weihnachtsfest auch so sehr. Und deswegen dachte ich mir, gut, hole ich mir einfach mal den Walter her. Aber ist nicht schlimm, das kriegen wir auch so hin. Denn wir sorgen heute wieder mal... Oh, der Weihnachtsmann! Ja. Nein, der Walter! Nein, der Weihnachtsmann! Nein, der Walter! Ja, wie jetzt? Ist das nicht herrlich? Hallo, liebe Zuschauer! Walter, du musst ins Mikro sprechen! Wo immer Sie auch sind! Herzlich willkommen! Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil die Arme werden langsam auch immer etwas mehr. Und wenn Sie mal schauen möchten, ist das heute meine kleine Modenschau. Ja, ja. Oh la la! Ja. Gab die letzten Tage ein bisschen viel Weihnachtssteuer, ne? Ist doch ein Hammer, oder? Das ist wirklich gut. Dazu gehört übrigens die Mütze, die ist auch dabei. Und auch das Rauschebärtchen gehört dazu. Nur wenn ich das jetzt auch noch nehmen würde, dann könnte ich gar nicht mehr sprechen. Ja? Da kann man immer nur noch sagen, ho, ho, ho. Und ich finde das herrlich. Als ich das gesehen hatte, musste ich das unbedingt anziehen. Also das ist genau das Richtige. Das wird immer aufgeblasen. Die ganze Zeit habe ich einen Ventilator hier drunter. Walter, ins Mikro wieder. Einen Ventilator hier drunter. Mal da. Das ist ja auch schwer, du. Und, soll ich das Mikro halten? Der bläst ohne Ende. Ich kann mich trotzdem wunderbar bewegen. Herrliche Sache. Das ist auch was für Karneval. Das ist nicht nur was für die Weihnachtsfeier oder für die Kinder in der Schule, wenn der Lehrer mal so kräht. Komm mal her. Ich nehme mal das Mikro für dich. Oder der Regisseur so. Sagt nämlich, die hören dich nicht. Die hören mich nicht. Das ist aber an. Ist doch an, ne? So, jetzt hören sie dich ja, wieder. Ja, gut. So genau. Muss ich jetzt alles von vorne sagen, oder was? Nee. Du kannst doch mal sagen, für welchen Anlass das geeignet ist. Ja, das ist nämlich ganz schön schwer mit diesen Armen hier, ne? Ja, ich komm mal hier rüber. So geht's ja auch, ne? Genau, komm, wir teilen uns das hier, Mensch. Ah, wie findest du das? Ich finde das richtig klasse, vor allen Dingen als Gag super geeignet. Und da ist wirklich das Weihnachtsfest garantiert. Nicht nur irgendein ödes, langweiliges Weihnachtsfest, weil normalerweise kennt man ja diese typischen Weihnachtsmannkostüme. Aber das sprengt wirklich den Rahmen, was ich bisher kannte. Das bläst dich wirklich von innen selber auf. Hier, du kannst dich mal drehen wie so ein Topmodel. Wir haben hier nämlich... Hier unseren kleinen Ventilator, der das Ganze aufblasen lässt. Hier unten das orange Ding, da hinten ist es. Und da wird dann für gesorgt, damit du auch genügend Luft immer in dir hast. Ja, es ist ja schön, wenn man von innen belüftet wird. Tolle Sache. Ja. Und an alle Närrinnen und Narrer lesen kann ich natürlich auch sagen, Alaf und Helau, ne, an dieser Stelle. Denn das ist natürlich auch ein wunderbares Karnevalkostüm. Ne? Ja. Definitiv. Also man kann sich trotzdem frei drin bewegen. Und es ist, das Ganze ist ja auch eine Universalgröße, also passt auch jeden. Passt da jedem. Passt jede Größe rein. Sogar ne? Rainer Kallmund passt das. Ja, auch gut. Und das ist auch, wie gesagt, nochmal das Rauschebärtchen, was mitgeliefert wird. Und das passt natürlich auch jeden, keine Frage. Und du hast ja auch eine maximale Bewegungsfreiheit, oder? Stört dich da jetzt gerade irgendwas? Also er sagt gerade total gut, er kann Tango tanzen und alles. Man sieht auch sichtlich, dass sich unser Walter hier wohlfühlt. Also könnte eigentlich das Ganze ja über Weihnachten sein. Ja, warum nicht? Denn da merkt man natürlich auch nicht, wenn man mal eine Weihnachtsgans gegessen hat. Das fällt ja dann unter dem dicken Bauch gar nicht mehr auf. Aber ich habe nichts drunter. Also du fühlst dich auf jeden Fall wohl. Man total merkt es auch, gut. Dass du dich in alle Himmelsrichtungen bewegen kannst. Wir haben hier wirklich ein integriertes Gebläse, also was dafür sorgt, damit der Walter immer dicker wird. Wenn man das umgekehrt reinmacht, dann haben wir, dann saugt das. Dann werde ich der dünnste Weihnachtsmann der Welt. Okay. Und so wie ich es jetzt drin habe, da bläst das halt. Ne? Also da gibt es jetzt noch, das sehen Sie jetzt nicht, das habe ich hier unten am Gürtel. Ja. Hier, guck mal, ja. Da gibt es noch ein kleines Gehäuse. Gerät, da kann man es an- und ausmachen. Kann man das sehen? So, ganz mal. Schwierig, aber man kann es ein bisschen sehen, genau, dieser die kleine Umrisse, Kasten ne? hier. Genau, ja. Die Umrisse. Ist also super zu tragen, gar keine Frage. Und das ist jetzt auch blitzschnell angelegt, also du hast es einfach nur angezogen oder ja, und dann genau. einfach nur aufgeblasen? Ich bin da reingestiegen, dann macht man das hinten mit dem Reißverschluss zu, damit man auch dicht ist, wie in einer Einkaufstüte. Und dann geht das Gebläse los und das dauert dann, keine Minute. Und dann Wahnsinn. Hast du so meine Figur. Also daran sieht man mal wieder wirklich, was Pearl TV eigentlich für klasse Ideen hat. Das ist ja auch ganz robustes, strapazierfähiges Polyester, also da kann nichts passieren. Ist auch wasserdicht.
Auch sehr gut. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn man dann wirklich mal spontan auf Toilette muss, aber das ist dann Ihnen überlassen, wie Sie das dann machen. Okay, so. Soweit zu unserem Kostüm. Sind wir denn schon dran mit dem Kostüm oder kam da erst was? Es kommt erst das Kostüm, ne? Genau. Da müsstest du mal die Artikelnummer sagen. Ja, das mache ich. Weil jetzt geht nämlich bei Ihnen die Post ab, ich bin da sehr sicher. Genau. Die Artikelnummer für den selbstaufblasenden Weihnachtsmann ist die PE 3435 und die 569 und dann holen Sie sich diesen lustigen Weihnachtsgag nach Hause für unter 30 Euro und das ist natürlich richtig. Jede Weihnachtsfeier ist gerettet damit, meine Damen und Herren. Das für so ein kleines Geld, muss man einfach nochmal sagen an dieser Stelle. Ich trage das jetzt die ganze Sendung mal durch, denn ich fühle mich sauwohl da drin. Die Betonung liegt auf Sau. Ja, was ist das denn? Der zuckt und bommelt. Kann man das hören in der Kamera? Oder beziehungsweise in der Regie? Warte mal. Geht gut, ne? Das ist die stärkste Mütze, die ich je gesehen habe. Absolut genial, dieser Gag. Ja, finde ich auch gut. Also das fehlt eigentlich noch so richtig. Ich dachte eigentlich, ein Weihnachtsmann-Kostüm kann man nicht mehr toppen. Aber irgendwie schon, ne? Wenn man das dann dagegen sieht. Guck mal hier. Toll. Da rockt man natürlich auch das Weihnachtsfest. Da ist auch jede Weihnachtsfeier sicherlich super. Ein Lacher dabei. Und die singt und tanzt auf Knopfdruck. Das haben wir nämlich hier, so ein kleines Knöpfchen. Die bommelt und sie zuckt. Press hier, genau. Ja. Und sobald ich da dann drücke, legt die natürlich los, nicht nur zu singen, auch sich zu bewegen. Und wir haben hier eine hochwertige Verarbeitung für höchsten Tragekomfort. Also die ist auch richtig weich. So eine richtige plüschige Bommelmütze ist hier oben. Und jetzt drücke ich einfach nochmal. Was dann passiert? Super. Das ist wirklich sehr lustig. Solche Artikel habe ich noch nie gesehen, die sind wirklich fantastisch, die muss man einfach haben. Und wenn du damit auf dem Weihnachtsmarkt auftrittst, ich glaube, dann denken alle, wow. Ach, apropos, da habe ich hier schon ein E-Mail bekommen von, ich warte mal, bis der fertig ist, sonst kann man das alles gar nicht hören. Wir geben mal die Mütze frei, bitteschön. Und das Schöne ist ja, das ist ja nicht nur ein Gag, die hält ja auch noch warm, die erfüllt ja noch ihren Zweck. Ja, super. So, super. Jetzt danke. Aber, E-Mail aus München von WS, schreibt der oder die, ich weiß es jetzt nicht, viel Spielspaß, der Kracher auf jedem Weihnachtsmarkt oder bei einer vorweihnachtlichen Veranstaltung. Also muss man auf jeden Fall haben. Das sagen unsere Kunden, die schon gekauft haben. Und ich habe übrigens auch noch eine bekommen von unseren super zufriedenen Kunden, nämlich meine Bart kommt aus Bad Kissingen. Diese Mütze ist einfach genial und darf auf keiner Weihnachtsfeier fehlen. Wenn die Stimmung sinkt, nur auf den Knopf drücken und die Runde lebt wieder. Dieser Startknopf vorn hat auch einen gewissen Flirtfaktor. Da Press Me draufsteht, fühlt sich jeder aufgefordert, mal neugierig zu drücken und staunt. Das richtig Leben in dieser Mütze steckt. Einfach genial. Ja, dann drücken wir nochmal drauf. Ja. So. In der Muppet Show. Ja. Klasse. Die sitzt auch ziemlich fest. Die hat nämlich hier, hier drin so ein festes Kunststoffteil, dass man die Mütze nicht verliert. Geht nur eins, entweder Mütze oder du. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, mit so einem Ding zu sprechen. Das macht gar nichts. Bei Preis ist heiß hatten wir immer nur so ein Mikro. Ja, das ist nämlich lustig, weil normalerweise tragen wir immer sonst dieses Mikrofon. Ja. Aber ich kann mein Mikro auch gerne dran halten an die Mütze. Die Mütze ist sehr stabil, die sitzt auch gut, weil die hat hier so ein Inlay aus Kunststoff. Ne? Also ganz klasse Sache, kann nicht runterfallen. Können Sie auch Twist mit tanzen oder was Sie wollen. Rock'n'Roll. Oh, und da wedelt meine Kette weg. Also das, die ist jetzt wirklich sehr, sehr bequem. Auch hier alles ganz weich ausgepolstert. Na klar. Sieht süß aus damit. Ach Gott, okay. So, jetzt drück doch noch. Da wird sich unsere Naila jetzt freuen, dass ich ihre Frisur zerstöre, aber das macht nichts. Ja, mei. Gut, und noch an. So sieht das dann lebendig aus. Toll. So, ich gebe Ihnen schon mal die Artikelnummer hierfür durch. Das ist die NC 8160 und die 569. Und dann bekommen Sie unsere verrückte, singende und tanzende Nikolausmütze nach Hause. So, meine Damen und Herren, die nächste Modenschau kann beginnen. Jetzt ist er schon da auf der Bühne. Das ist unser schlankerster Weihnachtsmann der Welt.
den Sie jetzt hier sehen. Der Chris hat nämlich ein wunderbares Kostüm an und da hat er auch noch Kissen drunter gesteckt. Also ich hätte dich jetzt ja gerne mal ganz dünn gesehen. Was haben wir denn da, Anne? Das ist auch wieder eine richtig coole Sache für Weihnachten, denn auch Kinder haben ja Respekt vor dem Weihnachtsmann. Und wenn man jetzt nicht ganz so dick sein möchte wie du, dann gibt es natürlich auch die Variante, dass man sich einfach unser Kostüm überschnallt. Das ist ein eindrucksvolles Weihnachtsmannkostüm und hier ist dabei Bart, Mantel, Mütze, Gürtel und das in Größe Unisex. Also auch hier passt da jeder rein und auch dieser Bart, der ist wirklich cool gehalten und gut, die Sonnenbrille kommt nicht mit, aber auch das wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, um mal Weihnachten rocken zu lassen. Auch die Frauen können das wunderbar anziehen, ja. Deshalb eben Unisex, meine Damen und Herren, ist also für Herren und für Damen geeignet. Und ich frage mich immer noch, ob das der Chris ist oder ob das eine Frau ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, darüber ist er nicht ganz so erfreut. Und ich gebe jetzt mal die Maße durch, damit man ungefähr weiß, wie groß das ist. Also 55 cm haben wir hier oben in der Schulterbreite und 135 cm in der Länge. Sehr gut. Und fällt sich gut an. Das ist nämlich aus ganz weichen Filzstoff und wirklich, wirklich sehr angenehm zu tragen. Ich hatte es ja auch mal ganz kurz an, weil so einen Gag lässt man sich ja auch nicht entgehen. Bist du jetzt ein bisschen neidisch, ne? Nee, ich habe nur gefühlt, weil ich hatte früher, das ist schon lange her, da habe ich auch schon Fernsehaufnahmen gemacht, mit so einem Kostüm, das war immer so dick. Ich habe furchtbar geschwitzt. Ja. Aber das ist nicht so dick. Das ist ganz angenehmes Polyester, also ganz angenehm zu fühlen. Weil man ja auch die Klamotten noch drunter hat. Ne? Genau, genau. Und ich finde es wirklich auch schön, gerade so, wenn man Kinder in der Familie hat, in der Verwandtschaft und dann wirklich mit so einem richtigen Weihnachtsmannkostüm auftaucht. Die Kinder haben da ja schon Respekt vor. Und wenn man dann mit seinem Geschenkesack ankommt, mit Nüsschen und Geschenken, das ist natürlich auch sehr eindrucksvoll, wenn man dann in diese leuchtenden Kinderaugen schaut. Ja, in diese Augen hätte ich ihm auch gerne mal geschaut, aber er muss ja so eine alberne Brille aufziehen. Jetzt. Dann nehmen Sie auch gern für uns ab. Ja. Jetzt kann man mal in die Augen schauen, den Chris. Ja, es ist der Chris, jawohl. Das ist übrigens der Mann, der unsere lustigen Outtakes zusammengeschnitten hat. Wenn man nur so als Information am Rande. Den Film da, den wir. Genau, unsere lustigen Pannen sozusagen. Ja, die Pannenshow von Chris. Wunderbar. Also steht dir ausgezeichnet gut. Würdest du so auch auf die Straße gehen, ne? Sei doch so nett und mach noch mal einen kleinen Catwalk und mit, so mit Drehung und so. Gucke mal. Oh la la. Schick. Ne? Der brutale Weihnachtsmann. Also ich hätte keine Angst vor ihm, nur mit Brille hätte ich Angst vor ihm. Ja, ich kann mich erinnern, wie meine Kinder, wir haben schon mal einen Weihnachtsmann bestellt, haben hinterher nicht mehr gemacht, weil die haben jedes Mal losgebrüllt, wenn er an der Tür stand und so. Ich hatte auch Angst vor dem Weihnachtsmann. Ich kann das nur bestätigen, weil der Weihnachtsmann ist ja so eine Respektsperson und der wusste plötzlich alles. Ich durfte mir als Kind immer nicht die Fingernägel lackieren und der wusste das plötzlich. Und da hat er gesagt, wenn du dir nochmal die Fingernägel lackierst, dann muss ich dir leider eine Rute geben. Und seitdem habe ich mir dann nicht mal die Nägel lackiert. Der Weihnachtsmann soll doch nur Gutes tun. Und eins hat er schon, ein gutes Kostüm. Das ist schon mal die halbe Miete. Und entweder dieses schöne Kostüm oder aber das, was ich hier trage, meine Damen und Herren, ist natürlich auch ein wunderbares Kostüm. Ich komme dann auch noch mal zu dir, damit wir uns beide... Einer schöner als der andere, Mensch. Da konnte ich mir richtig wie eine graue Maus hier vor. Und man kann sich trotzdem ganz wunderbar drin bewegen. Sieht sau doof aus. Ne? Ach nö, um die Weihnachtszeit ist das schon okay. Ja. Aber das von Chris ist übrigens auch waschbar, also mit der Hand waschbar. Und also das ist auch gar kein Problem, wenn da mal so ein Kopf draufgeschüttet wird. Genau, der Chris ist waschbar. Ja. Ich stelle euch aber wirklich ausgezeichnet gut. Auch hierfür noch mal die Artikelnummer, das ist die NC8211 und die 569. Und dann gibt es dieses schicke Weihnachtskostüm für unter 10 Euro nach Hause. Das muss man sich mal überlegen. Unter 10 Euro, das ist schon echt ein Gag wert. Also, wenn Sie nebenbei dem Weihnachtsmann Job haben, meine Damen und Herren, dann sind Sie hier bestens bedient. Die Investition ist klein und dann können Sie von Haus zu Haus gehen und von Termin zu Termin eben die Kinder schön belohnen. Hat immer etwas. Aber jetzt haben wir was, was noch viel mehr hat, meine Damen und Herren. Und das sieht richtig, richtig toll aus. Richtig wunderbar. Ui, eigentlich wollte die Anne es anziehen. Ja, dieses Jahr wird Weihnachten richtig heiß. Ja. Also ich habe mir das jetzt natürlich nicht angezogen, auch wenn so aussieht. Lalalala. Ein Bikini, genau, guck ein mal. Bikini, Santa Claudia sozusagen, mit Spitze und allen drum und dran. Und das ist wirklich was richtig klasse, was glaube ich auch jeden Mann gefällt. Und das ist wirklich süß und frech und sexy. Und wir haben hier so Stretch-Samt und verführerische Schleifchen hier oben am Rücken und natürlich auch am Bikini oben. Mhm. Und das macht schon was her. Also meine Herren, wenn Sie Ihre Liebste überraschen möchten mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk, wo sie beide was von haben, dann ist das genau das Richtige. Ich zeige es mal von hinten, das sieht nämlich auch ganz süß aus.
Ja, auch wenn Sie hier können. Halt mal die Hand hier so ganz vorsichtig hin, damit Sie sehen. Guck mal, ist doch hübsch, ne? Sehr hübsch. Das hat richtig etwas. Und der Bikini hat eine Triangelfigur. Also hier kann man das auch hinten schön binden, je nachdem, welche Größe man hat. Mhm. Und natürlich die Weihnachtsmannmütze darf auch nicht fehlen. Die wird Ihnen natürlich auch mit nach Hause geliefert. Die haben wir hier, die samtige Weihnachtsmannmütze. Die gehört noch dazu, ne? Die gehört Bikini. Mit zu Santa Claudia, genau. Santa Claudia. Und dieses Kostüm bringt wirklich den Schnee zum Schmelzen, oder? Ja. Verschiedene Größen haben wir da, ne? Verschiedene Größen? Ja. Ja. Moment, die müssen wir gleich nochmal einblenden. Ich habe sie mir jetzt nicht notiert, aber genau, Größe S, M und L. Gut. Also, da gebe ich jetzt mal eben die Artikelnummer dazu. Das ist die NC8201 und die 569. Für S? Für die S. Mhm. Dann das etwas größere, die Größe M, NC8202 und die 569. Und die Größe L, also für Large, NC8203 und die 569. So, der Vorzug ist, wenn Sie bei Pearl TV kaufen, dann bekommen Sie immer noch einen Sonderpreis obendrauf. Und dieser Sonderpreis gilt genau eine Stunde lang. Und jetzt können wir wirklich nochmal genießen. Das ist ja schon schön. Also normalerweise, typisch ist ja dann doch der Weihnachtsmann. Aber wenn auch natürlich mal eine Frau den Mann überraschen möchte, warum dann nochmal nicht so ein schönes Kostüm? Ich meine, das kann man ja nicht nur um die Weihnachtszeit anziehen, auch gerade weil du vorhin Karneval angesprochen hast. Mhm. Das ist natürlich auch ein schönes Geschenk. Ja, jetzt gehen wir noch höher. So in etwa, ne? So könnte es dann aussehen, genau. Ja. Also das wird nach Hause geliefert. Einmal die Weihnachtsmannmütze, dann der Triangel-Bikini und natürlich hier das Sexy-Röckchen mit Schleifchen und Spitze. Und das macht schon echt was her. Also ich als Mann, ich finde das richtig schön. Selbst mir als Frau gefällt es auch sehr gut. So, das wollte ich nämlich hören. Genau, also nicht nur Männern gefällt das, also ich finde es als Frau auch sehr hübsch. Ich habe das jetzt mal so gemacht, damit man auch sieht, was mit. Vor allem mit diesem Rüschen unten dran, ne? Das finde ich ganz toll. Das gefällt mir gut und es ist wirklich auch sehr, nicht zu freizügig, sondern wirklich noch sehr geschmackvoll, weil ich meine, das ist ja hier wirklich die Form wie von einem Bikini, ne? Und das sieht man ja zum Strand auch an und warum dann nicht auch mal Weihnachten ein bisschen aufreizender? Ganz schnuckelig, dieser Weihnachtsbikini, meine Damen und Herren, den Sie natürlich meine Damen anziehen können, wann sie möchten, egal ob im Sommer oder Winter oder zum Karneval im Hallenbad. Das geht natürlich auch. So, ist naturfreundlich, 100% Polyester, per Hand waschbar. Artikelnummer für den Bikini ist die NC8201569 und das ist die Größe S und dann gibt es die Größe M, die hat die 8202 und dann haben wir noch die Größe L, die hat die 8203. So sieht es dann angezogen aus. Genau, das Ganze ist hautfreundlich, wollte der Walter sagen, nicht naturfreundlich, aber... Habe ich naturfreundlich gesagt, ja. Aber das ist schon okay, das Ganze ist vielleicht auch naturfreundlich und das Ganze bei Hand waschbar. Also ob es jetzt naturfreundlich ist oder handfreundlich, es ist auf jeden Fall ein freundliches Kostüm, was zu Weihnachten passt und was auch den Schnee dann zum Schmelzen bringt. Passt auch zu meinem Kostüm. Deins ist natürlich auch naturfreundlich und hautfreundlich. Sowieso. Gefällt mir sehr gut. Deins ist jetzt ja wieder die Größe Unisex, also da braucht man nicht mehr überlegen, was brauche ich da jetzt für eine Größe. Und da kann man auch gern mal den Gänsebraten unter dem Kostümchen verstecken. Ich glaube, ich habe ein bisschen abgenommen. Hat der Ventilator wieder nachgelassen? Nee, hat er nicht. Nicht wirklich. Aber wenn ich hier so, hey, das sieht schon richtig geil aus, oder? Das hat doch wirklich was. Ne? Das hat wirklich was. Das muss ich unbedingt haben. Wenn Sie es nicht ausverkaufen, ne? Das kann natürlich schnell passieren, meine Damen und Herren. Apropos, dann sagen wir mal die Telefonnummer, damit Sie auch alle Artikel ganz schnell bekommen können. Bitte schön, Anne. Ja, das ist die 0180 51 51 und dreimal die 2. Wenn Sie die nicht eh schon eingespeichert haben, dann sollten Sie es jetzt auf jeden Fall tun. Denn Sie wissen ja, wir stellen Ihnen jeden Tag tolle Geschenkideen vor, damit Weihnachten nicht mehr öde und langweilig wird, sondern ein schönes, lustiges Weihnachtsfest, wo man dann auch hinterher keine Weihnachtsgeschenke mehr umtauschen möchte, weil sie einfach so gigantisch schön sind. Und ich merke, du fühlst dich wohl, lieber Walter. Ja, es macht damit riesen Spaß zu laufen. Ja, ich merke es. Rieche ich? Nein, aber ich wollte mich nicht hinter Santa Claudia verstecken. Verstehe. Aber guck mal, kann ich auch machen. Kein Problem. Ja, muss den Kopf oben rausholen. Warte, den hole ich oben raus. Okay. So, also wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir haben jetzt hier viel, viel Spaß gehabt. Guck mal, da müssen wir die Haare noch ein bisschen vormachen. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen schon mal schöne Geschenkideen und natürlich auch ein sexy Weihnachtsfest, ein lustiges Weihnachtsfest. Das können Sie dann machen, wie Sie möchten. Sie wissen ja, Pearl TV hat immer die tollsten Ideen für Sie. Und kreativ geht es hier natürlich auch weiter und weihnachtlich, beziehungsweise auch ein bisschen sportlich. Was?
30 Sekunden, hat der Regisseur noch gesagt. Echt? 30 Sekunden? Na, ich kann mich ja nochmal zeigen und nochmal einmal drehen. Genau, dreh dich nochmal. Damit sie es nochmal bewundern können. Die Arme lassen sich übrigens, die werden auch aufgeblasen. Ne? Das ist alles mit diesem Ventilator, der aber die ganze Zeit an sein muss. Jetzt läuft das schon seit einer halben Stunde ungefähr und der lässt überhaupt nicht nach. Läuft übrigens mit Batterien und ganz einfache Sache. Schon was? Ja, wir wünschen Ihnen natürlich jetzt ganz viel Erfolg, dass Sie noch so ein schönes Kostüm abstauben können und wir sehen uns natürlich gleich wieder.